Ja, moin hier von der grünen Wiese heute ausnahmsweise mal. Ich bin noch nicht auf dem Modellflugplatz, sondern irgendwo rund um Lübeck unterwegs. Ich hatte in meinem kurzen Unboxing-Video zu dem Onyx 3.5 hier ja noch gesagt, ich möchte ein paar Aufnahmen auch noch vom Fliegen machen. Ein bisschen habe ich das schon in Dänemark am Hang. Da verlinke ich hier irgendwo das Video noch zu. Aber jetzt möchte ich nochmal hier in der Ebene quasi fliegen, Thermik suchen. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Heute Abend ist noch eine Unwetterwarnung angesagt, deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, aber zurzeit sieht es verdammt gut aus. Ganz kurz zu dem Modell. Wir haben 3,50 Meter Spannweite, ein F5J-Modell mit 1,6 Kilo. Da werden jetzt der ein oder andere Wettbewerbspilot jetzt wahrscheinlich sagen, Gott, oh Gott, viel zu schwer. Also für mich ist es genau richtig, ich will damit keine Wettbewerbe fliegen, sondern mir geht es darum, einerseits zwar leichte Thermik auszunutzen und aus geringer Höhe hochzukreisen, das macht einfach Spaß. Andererseits möchte ich aber auch mal ein OLC-Dreieck damit fliegen und da ist ein bisschen mehr Gewicht nicht so ganz verkehrt. Von daher ist es eigentlich genau das richtige Modell für mich. Ich habe viel Spaß daran. Das Teil ist komplett aus Carbon, ist halt auch wirklich alltagstauglich, sehr stabil, die Flächen. Also da passiert gar nichts, wenn man es im Auto transportiert. Also ich bin sehr zufrieden und ja, wir gucken uns das jetzt mal in der Luft an. Viel Spaß dabei. Ja, wie ihr gesehen habt, ein bisschen fliegen konnte ich. Es ist leider heute hier, dadurch, dass wir hier überall sehr viel Bäume direkt in der Umgebung haben, ist es sehr böig hier unten, muss man sagen, wenn hier mal eine Thermik durchgeht. Deswegen ist hier so richtig sauberes Fliegen gar nicht so einfach. Trotzdem, Thermik war da. Ich bin auch einmal, ich hoffe, man sieht es hinterher auf dem Video, von relativ weit unten wieder hochgekommen. Ich muss das hinterher mal auswerten. Es ist unglaublich schwierig, sich selber beim Fliegen zu filmen. Das ist einfach so, wenn man keinen Kameramann dabei hat. Jeder, der es mal versucht hat, weiß es. Das Flugzeug ist irgendwo so ein kleiner Punkt am Himmel. Ne? Man hat die GoPro, habe ich hier auf dem Kopf. Aber mit einem mega Weitwinkel, ja, ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wenn ja, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal.